geisteskrankes Tor, Alter. Boah, Junge, den kannst du ja besser in den Giebel kannst du ihn ja nicht hauen. Boah, das? Ja. An was hat euch das erinnert, meine Freunde? Schreibt's gerne in die Kommentare. Was geht ab, Leute? Holz hier am Start. Ja, und direkt natürlich wieder mit einer neuen Reaktion auch am Start. Ne? Man sieht, ich habe das Outfit auch nicht gewechselt. Hier immer noch das Sam Crow T-Shirt an. Wer weiß, was das bedeutet. Ehrenkuss geht auf jeden Fall raus. Beste Serie aller Zeiten. Wer was anderes sagt, ist einfach nur dumm, ja. So können wir das auf jeden Fall stehen lassen. Ja, heute reagieren wir natürlich wieder auf Fußball. Ich bin ein begnadeter Fußballspieler und wir schauen uns heute die 10, wie drücken wir es am besten auf Deutsch aus? Ja, also auf Englisch heißt es Top 10 Highest Scoring Teams of the Year 2020. Heißt, wir gucken uns die 10 Vereine an, die letztes Jahr am meisten Tore geschossen haben. Ich würde mal behaupten, dass Bayern da auf jeden Fall ziemlich weit oben ist, so, ne? Vielleicht sind sie sogar Platz 1, könnte ich mir jetzt mal vorstellen, weil die haben ja auch alles geholt, was man holen kann. Und wenn die ihre Spiele spielen, dann gewinnen die meistens 80-0, so zumindest gefühlt. Deswegen, wir starten direkt rein in die Challenge. Ihr könnt ja jetzt schon mal, bevor das Video losgeht, mal raten, welche Mannschaft unter den Top 10 ist, ja? Ich glaube, Gladbach, meine Lieblingsmannschaft, ist da auf jeden Fall nicht mit drunter. Aber PSG ist bestimmt drunter, Liverpool bestimmt, Bayern weit oben, Manchester City. Das rate ich jetzt mal so in den Raum und wir schauen, ob ich recht behalte. Ja, man könnte ja auch sagen, es sind die besten 10 Mannschaften im letzten Jahr gewesen, ne? Weil Tore sind wichtig im Fußball und wenn du viele Tore schießt, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass du eine gute Mannschaft bist. Wobei, wenn du dann viele Tore schießt und so viele Tore kassierst wie wir bei True 3, dann seid ihr trotzdem scheiße. Aber das ist ein anderes Thema. Also, so, da sehen wir schon mal Messi, den kleinsten Fußballer der Welt. Da haben wir Manu, Ibrahimovic, Top 10 Highest Scoring Teams of the Year 2020, Lewandowski, Liverpool auf Platz 10, habe ich doch eben noch gesagt. Ja, erster Punkt für mich. 50 Spiele, 99 Tore, knapp 2 Tore pro Spiel. Boah, das war ein geisteskrankes Tor, Alter. Boah, Junge, den kannst du ja besser in den Giebel kannst du ihn ja nicht hauen. Trent Alexander-Arnold. Ja, der kann, Freistöße kann der. Nicht ganz so gut wie ich, aber hat das schon drauf. Oh, was war das denn für eine Granate? Oh mein Gott. Was? Digga. Boah, Salah, auch schönes Tor. Ihr wisst, ich bin kein Salah-Fan. Ich will es nicht in jedem Video betonen, aber der kann trotzdem Fußball spielen, ne? Barcelona. Habe ich auch eben gesagt? Weiß ich nicht. 48 Spiele, auch 99 Tore, aber 2 Spiele weniger als Liverpool, heißt 2,06 Tore pro Spiel. Ja, und davon wahrscheinlich, von den 99 Toren wahrscheinlich 70 Messi. Sage ich jetzt mal so. Boah, einfach da noch ein Seitfallzieher ausgepackt. Ja, wenn da keiner rangeht, dann würde ich ja auch einfach reinspringen, ey, ganz ehrlich. Boah, das war ein schönes Tor von Griezmann. Den haben wir auch schon das ein oder andere Mal, glaube ich, gehabt in irgendeiner Compilation. Aber wirklich geisteskrank. Schön gechippt, richtig viel Gefühl. Aber Messi auch wieder vorbereitet, ne? Messi tankt sich da irgendwie durch. Der trifft halt aus jedem Winkel, wie der will, ne? Sollte doch verboten werden, ey. Verliert den Ball, holt sich doch wieder den Ball. Und im Fallen schießt er den auch perfekt rein. Atalanta. Okay, Platz 8. 44 Spiele, 103 Tore, 2,34 Tore pro Spiel. Und das erste Tor ist schon mal ein geiles Ding da. Boah, Junge, schlägt doch ein wie eine Granate, ey. Ich kenne den Schützen zwar nicht, also ich kenne mich auch bei Atalanta-Mannschaft nicht wirklich aus. Da wäre ich immer erst aufmerksam, wenn die dann mal Champions League spielen. Boah, auch schönes Tor. Boah, das... Ja... An was hat euch das erinnert, meine Freunde? Da kriege ich doch direkt Goosebumps hier, Gänsehaut. Schreibt gerne in die Kommentare. 1:1 das Tor. Müsstet ihr schon mal gesehen haben. Könnt ja mal den Torwart in die Kommentare schreiben, der da damals so ein Tor kassiert hat, ne? Wisst ihr, was ich meine? Okay, nächste Mannschaft.
AC Milan. AC Mailand, 7. Platz. Ey. 48 Spiele, 106 Tore, 2,21. Und wir starten direkt mit einem Ibrahimovic-Tor. Junge, das kannte ich gar nicht. Wie ist der da reingesprungen? Junge, Ibra auch immer ohne Rücksicht auf Verluste, ne? Springt da einfach. Boah, was war das für ein Ballermann? Der Kommentator rastet auch gut aus. Boah, Junge. Die haben alle geile Tore. Aber Ibra, also ich liebe Ibra. Ibra ist mein Lieblingsfußballer, ne? Boah, das erinnert mich voll an den Freistoß von Kroos gegen Schweden damals. War es Schweden? Ich glaube schon. Internationale? Was ist denn Internationale? Ist das eine internationale Mannschaft? Was soll das sein? Internationale. Hä, die haben doch eine schlechtere Bewertung. Gerade eben war doch 2,2 irgendwas. Internationale. Das ist auch Mailand. Aber Lukaku sein Mailand. Warum statt der Internationale? Ich komme gar nicht mehr klar. Okay, ab heute wird Mailand nur noch Internationale genannt. Lukaku, Lukaku. Lukaku Beast. Was macht er? Er macht alles alleine. Links unten perfekt. Besser kannst du es nicht machen. Romelu Lukaku. Boah, den hätte man halten können. Hätte man halten können. Der kam so langsam, so gefühlt. Ja, ein guter Torwart hätte ihn gehalten, so, ne? Sag ich jetzt mal so. Manchester City, Platz 5. Habe ich auch im Intro gecallt. Den bestimmt hier schöne Tore. Boah. Boah. Boah, ja, der war schon geisteskrank. Uiuiuiuiui. David Silva. Ja, hat er schon gemacht. Achso, 52 Tore übrigens. Ne, was laber ich? 52 Spiele, 112 Tore, 2,15. Aber die Bewertung ist doch wieder schlechter. Bin ich blöd? Oder zählen die das anhand der Tore? Ah ja. Die, ah, ich bin blöd. Ich bin blöd. Das heißt, highest scoring teams, es geht nur nach den Goals. Es geht nicht danach, ob deine Quote gut ist, sondern nach deinen Goals. Aber eigentlich wäre die Quote ja auch interessant, ne? Deswegen haben die auch mitgeschrieben. Leverkusen Platz 4. 114 Tore in 46 Spielen. Ja, weniger Spiele und mehr Tore macht eine 2,5er Quote fast. Bailey, auch geiler Spieler. Wahrscheinlich habe ich den Namen falsch ausgesprochen, aber ich mag den Spieler auf jeden Fall. Ah ja, Alario, der Junge, der hat auch aus allen Winkeln immer getroffen, ne? Der trifft auch wie der will. Boah, die haben allgemein, Leverkusen hat kranken Kader. Ohne Witz, die haben so viele gute Spieler. Boah, Junge. Was war das denn für ein Tor, Alter? Komplett ungedeckt, aber rechnet ja auch keiner damit, dass du dann so ein Volley auspackst. Manchester United, wieder am Ball, Platz 3, 118 Tore in 56 Spielen, Quote aber wieder schlechter, ja. Also Leverkusen bisher, glaube ich, beste Quote gehabt. Oh, solche Tore tun natürlich weh. Oh mein Gott, das war sogar ein verkackter Abwurf. Alter. Junge, Junge, Junge. Wer ist das? Rashford? Ja. Boah, Junge, der hat ja auch die ganze Mannschaft hat's genommen im Alleingang. Junge, der Verteidiger, der sich da dreimal auf den Boden legt, ne? Ey, wie ich da keinen Bock mehr drauf hätte. Ja, das Tor kenne ich auch. Das, ey, Junge, das war auch geisteskrank gemacht von Martial. Ohne Witz. Und dann so eiskalt. Krank. Paris Saint-Germain, Platz 2. Habe ich auch gecallt, oder? Ich glaube schon. Boah, vielleicht 122 Tore in nur 46 Spielen. Beste Quote 2,65 bisher.
Man muss aber auch sagen, so eine engländische Mannschaft, englische Mannschaft, hat es natürlich ein bisschen schwerer tendenziell, weil die französische Liga natürlich ein bisschen leichter ist. Würde ich jetzt mal behaupten. Boah, Mbappé wird so ein Biest werden. Junge, Mbappé hat noch so viel Zeit, ist noch so jung. PSG ist so eine geile Mannschaft mit den ganzen Leuten. Schwöre, ey. Und Platz 1, da haben wir sie. Bayern München. War klar, dass sie oben mit dabei sind. Alles gewonnen letztes Jahr. 149 Tore in 48 Spielen. Drei Tore pro Spiel. Was? Was ist das denn, Junge? Wir haben mit unserer Mannschaft genau die gleiche Quote. Nur mit den Gegentoren. Ich glaube sogar noch viel schlimmer. Aber bei uns kannst du mal mindestens 3 Gegentore rechnen, ey. Boah, Kimmich für mich auch, also für mich persönlich mit der beste Spieler bei Bayern. Klar, Lewandowski auch, Neuer auch, Müller auch, gefühlt alle auch, aber Kimmich, der hat einfach dieses over the top noch, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Ja, das war's jetzt schon. Ich frag mich jetzt an dieser Stelle, wo Gladbach da bleibt. Ja, nächste Saison dann vielleicht, ne? Also, lasst gerne, was weiß ich da, lasst irgendwas da, ein bisschen Liebe oder sonst was. Wir sehen uns dann in der nächsten Reaction. Schreibt gerne in die Kommentare auch, was wir sonst noch reagieren sollen. Ja, und dann sehen wir uns wieder, meine Freunde. Bis dahin, bleibt gesund und macht keine Faxen.